Yo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft in der 1.20, immer noch aus der Ancient City. Und genau, wir sind ja hier beim Portal, ne, und wollen uns hier nochmal umschauen, ob wir eventuell die Geheimräume finden, denn irgendwo gibt es die auf jeden Fall, aber ich weiß nicht genau wo. Ich weiß bloß, dass es höchstwahrscheinlich in der Nähe hier von diesem Portal, was wir jetzt gerade schlecht sehen, irgendwo ist. Genau. Und da begeben wir uns heute nochmal auf die Suche. Eventuell sichten wir ja irgendwie vom Weiten auch nochmal in zwei Kisten. Aber ein bisschen was an Loot haben wir uns ja auf jeden Fall schon mitgenommen. Genau. Von daher haben wir erstmal ein bisschen was und können ja eventuell zum späteren Zeitpunkt immer nochmal zurückkommen hierher. Beziehungsweise auch dann, wenn die 1.21 draußen ist, dann mit besserem Wissen, mit mehr Erfahrung auch wieder in irgendeine Ancient City, ne, die wieder looten und so weiter. Das vielleicht dann ein bisschen zeitiger sogar als wie in diesem Let's Play. Aber eine Weile geht ja dieses Let's Play auf jeden Fall auch noch. So wie mein jetziger Stand ist, kommt ja die 1.21 im Juni. Das schauen wir mal, ne? So, und jetzt gucken wir mal. Ich nehme mir erstmal den Trank. Den habe ich mir ja schon hier reingepackt. Das ist übrigens erstmal der letzte. Ich weiß nicht, ob ich noch zwei, drei in der Schalka beim Bett gelassen habe. Ne? Aber wir nehmen den auf jeden Fall erstmal. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so gut ist. Ja, funktioniert, ohne dass irgendjemand schreit. So, ich würde mir das schon gerne angucken, ne? Obendrauf hatten wir ja schon mal gelugt. Da war ja nichts. Hier sieht man erstmal auch nichts, ne? Hier ist ja nur das Feuer. Vielleicht sollten wir mal gucken. Ich muss mir noch mal ein bisschen mehr Wolle hier ins Inventar nehmen. Dann nehmen wir uns am besten mal den Stack rote Wolle hier. Tja, hier stoßen wir dann auch oben an, ne? Hier ist ja scheinbar auch nichts. Nee. Gut, vielleicht sollten wir mal gucken. Ha. Gut, hier oben ist erstmal nichts, ne? Don't know. Da ist eine Kiste. Die haben wir uns dann wahrscheinlich. Da ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Wow. Naja, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen zu looten. Die Geheimräume würde ich natürlich trotzdem gerne finden, aber hier erstmal nichts Erkennbares, was darauf hindeuten könnte oder so. Meines, also was mein Wissen betrifft, ich weiß ja nicht, ob das vielleicht, ob man sich vielleicht doch irgendwie ein Stück weit reinbauen muss oder ob es da irgendeinen geheimen Stein gibt oder so, den man da, wo dann quasi der Eingang ist oder so, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir haben auch nicht mehr so viel Tränke, ne? Aber da vorne ist unser Bett. So, dann müssten wir gucken, dass wir die Kiste auf jeden Fall noch bekommen. Die Kiste noch bekommen. Und hier sehe ich noch zwei, ne? Hier eine und dort auch eine. So. Gut, das ist jetzt hier irgendwie
so ganz clever, was ich gemacht habe. Aber ich glaube, hier kommen wir ja nach unten, ne? So geht's. No risk, no fun, ne? Aber den Born wollen wir nicht unbedingt wieder zu uns rufen. Wenn es nicht unbedingt sein muss. So, sehr schön. Sind wir erstmal unten. Wir müssen davor zum Wasserfall gucken, ob wir eventuell noch ein Fläschchen haben. Oh, das tat ja sogar weh. Aber nicht dolle, ne? Tja, also hier ist eigentlich auch nichts, was darauf hindeuten könnte, ne? So Leute, ich würde sagen, ich hole euch mal vorne bei der Kiste dazu. Dann müssen wir noch mal gucken. Jetzt weiß ich schon wieder nicht genau, wo die Kisten waren, aber die finden wir auf jeden Fall, ne? Ich glaube, hier ist eine, dort ist eine und dann da weiter hinten noch. Gleich mal zubauen. Jede Menge. Aber Tränke haben wir leider keine mehr, ne? Ich würde aber trotzdem noch gerne die Kisten looten wollen. Leider kein Trank mehr, aber die Kisten wissen wir ja ungefähr, wo die sind. Von daher sollten wir die schon noch mal versuchen zu looten. Bei den Kisten kann ich ja für euch auch... Du siehst, jetzt ist der Trank schon alle. Die Zeit ist abgelaufen. Bei den Kisten kann ich euch ja Licht machen, ne? So, müsste eigentlich funktionieren, Leute. Macht für euch mal ein bisschen Licht. So. Genau. Dann hauen wir die Kiste jetzt weg. Funktioniert. Was... Ach, das war wahrscheinlich die Kiste,
die wir ganz am Anfang aufgemacht haben, ne? Das erste Mal, wo wir hier waren, die wir ganz als erste aufgemacht haben, wo dann das ganze Zeug leider weggekommen ist, wo ja auch die gute Netherite-Rüstung weggekommen ist damals. Das wird die Kiste gewesen sein. Gut, da brauche ich mich nicht wundern. Okay, dann geht's zur nächsten. Wo waren das jetzt? Warte mal, ich glaube hier, ne? Nee. Gute Frage, ne? Vielleicht hier so? Kann das möglich sein? Ah ja, hier ist er ja. Sehr schön. Gut, wir bauen bloß die Kiste ein bisschen zu, das müsste reichen. Hier vielleicht noch. Ich hoffe, das reicht, ne? Okay. Aber das war absolut nicht viel. Der steht wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Was anderes kann es eigentlich nicht sein. Was haben wir denn bekommen? Nochmal Huschen 2. Wir haben ja aber schon ein Buch mit Huschen 3 mittlerweile bekommen. So, hier Lena Rain Otherside und wieder Otherside, ne? Also da haben wir jetzt, glaube ich, schon 4 davon und die C41813 auch, glaube ich. Ja gut. Das ist ja halb so wild. Lieber ein bisschen mehr haben als zu wenig. Aber es scheinen auch nicht so viel unterschiedliche Platten zu sein hier, ne, in der Ancient City. So, jetzt muss ich bloß mal gucken. Irgendwo hier ein Stück weiter hinten war doch noch eine auf jeden Fall. Da oben wahrscheinlich, ja. Tja, ohne Trank der Nachtsicht ist es natürlich. Ah, hier ist er, okay. Das müsste die eigentlich sein. Aber da waren, glaube ich, noch zwei, ne? Da müsste hier weiter rechts müsste auch noch eine sein. Rein theoretisch. So. Muss ich bloß aufpassen, dass mir die Watte nicht. Dass ich die Watte nicht leer mache. Die Watte, sage ich schon, ne? Wolle ist das ja. Kann man ja sehen, wie man will, aber ist ja eigentlich Wolle. So, die sind zu, da dürfte nichts passieren. Und hier sehe ich jetzt erstmal nichts. Sei denn, es ist dahinter vielleicht was, ne? So, wir probieren es. Ich mach mal Licht. Okay, nichts passiert. Wieder ein Regenerationstrank. Eine Leine, eine weitere Kohle wahrscheinlich. Und eine Echoscherbe, ne? Genau. Gut. Nehmen wir die Wolle vielleicht am besten mal wieder mit hier. Zumindest ein paar davon. So. Na komm, eine Fackel machen wir hier ran. Da sehen wir gleich, dass wir hier schon waren, wenn wir hier nochmal herkommen. So, und ich meine, hier müsste auch noch irgendwo eine sein, ne? Oder ist das dann weiter in die Richtung?
I don't know. Aber guck mal, hier ist dieses Eis, Leute. Das kann auch sein, dass die Geheimräume hier irgendwo sind. Das kann möglich sein. Das ist natürlich nochmal spannend.